Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus unserer Reihe BWL und Controlling Studium. Heute wollen wir uns mit einer neuen Folge beschäftigen aus unserer Reihe Kostenrechnung. Und zwar ist es die vierte Folge und es geht heute um die Materialkosten. Ja, und wenn wir uns mit der Kostenrechnung beschäftigen, dann beschäftigen wir uns auch immer mit der Morgengenuss GmbH. Was ist die Morgengenuss GmbH? Das ist ein fiktives mittelständisches Industrieunternehmen in Familienbesitz. Es produziert und vertreibt Kaffeemaschinen in die ganze Welt, und zwar im gewerblichen Bereich und auch im Consumer-Bereich. Die Geschäftsführerin ist Jenny Fehr, der Firmensitz ist in Hagen, Westfalen und die Morgengenuss GmbH hat ca. 1000 Mitarbeitende. Der Controller der Morgengenuss GmbH heißt Konrad Troller und die Morgengenuss GmbH beschäftigt derzeit auch eine duale Studentin. Das ist die Rita Lasthal. Ja, und die Rita Lasthal, die fremdelt so ein bisschen mit der Kostenrechnung und der Konrad Troller versucht ihr so ein bisschen Begeisterung zu erfachen für die Kostenrechnung und bringt ihr bestimmte Dinge bei. Heute nämlich die Materialkosten. Ja, und wir steigen auch direkt in die Geschichte ein, und zwar früh am Morgen ist Rita auf dem Weg zu Konrad. Rita beeilte sich, um rechtzeitig zur verabredeten Zeit in Trollers Büro zu kommen. Als sie die Treppe hochlief, meldeten sich wieder ihre Kopfschmerzen, die sie seit früh morgens ihre Wegbegleiter waren. Die kamen bestimmt von der einen Flasche Wein gestern Abend zu viel, war sie sich sicher. Auf der anderen Seite dachte sie gerne an den gestrigen Abend mit Troller zurück. Selten hatte sie so viel gelacht in der letzten Zeit, vor allem auch deshalb, weil sie weder über die Morgengenuss noch über Kostenrechnung geredet hatten. Als sie in Trollers Büro kam, war sie 5 Minuten zu spät. Geht ja noch, dachte sie. Erstaunt sah sie den Controller an. Der sah aus wie immer. Man sieht ihm den gestrigen Abend überhaupt nicht an, stellte Rita verblüfft fest. Trolle hatte schon alles aufgebaut und seine Eingangsfolie war auf der Leinwand zu sehen. Nach einer kurzen, aber herzlichen Begrüßung, bei der beide angaben, gut nach Hause gekommen zu sein, startete Troller mit seiner Präsentation. Beginnen möchte ich mit Ihrem letzten Punkt von gestern, nämlich der Frage nach alternativen Berechnungsmöglichkeiten bei der Ermittlung des Zweckaufwands, der ja bekanntermaßen unverändert als Grundkosten in die Kostenrechnung übernommen wird. Diese stellen sich regelmäßig beim Materialaufwand, während beim Personalaufwand und beim sonstigen betrieblichen Aufwand im Regelfall keine bilanziellen Bewertungsspielräume existieren. Im Laufe der Produktion werden in Industriebetrieben wie in der Morgengenuss neben der Arbeit als Produktionsfaktor auch Werkstoffe verbraucht. Dazu zählen Rohhilfs- und Betriebsstoffe, deren Unterschiede wir gleich definieren, genauso wie Energie, zu der beispielsweise Strom, Gas und Wasser gehören, aber auch eine Vielzahl von Dienstleistungen werden von Externen bezogen, beispielsweise Handwerkerarbeiten, Maler oder Elektroarbeiten, führte Troller weiter aus. Die Kosten dieser Verbräuche stellen insoweit kein Problem dar, da meistens Ausgabe und Auszahlung und Aufwand und Kosten übereinstimmen. Somit ist der auf der eingegangenen Rechnung ausgewiesene Betrag inhaltlich sowohl Verbindlichkeit als auch Kosten, sofern er periodenrichtig, betriebsbezogen und nicht außerordentlich ist. Kommen wir kurz zur Definition von Rohhilfs- und Betriebsstoffen. Was verbirgt sich dahinter? Rohstoffe sind Hauptbestandteil eines Erzeugnisses, zum Beispiel Holz für einen Tisch. Hilfsstoffe, zum Beispiel der Leim für die Verbindung des Holzes, werden auch als Nebenbestandteil bezeichnet. Betriebsstoffe werden im Herstellungsprozess verbraucht und gehen nicht in das Erzeugnis ein. Kommen wir nun zur Lagerung von Materialien. Anders verhält es sich mit Materialien, die vor dem Verbrauch zunächst gelagert werden. In diesem Fall wäre der buchungstechnische Ablauf zunächst eine Aufnahme in den Vorratsbestand und zu einem späteren Zeitpunkt eine Entnahme aus dem Lager. In diesen Fällen fallen Auszahlung, Ausgabe und Aufwandkosten auseinander.
Bei Materialien, die über Lager abgewickelt werden, entstehen folgende Fragen, zählte Trolle auf. Erstens, wie hoch war in der Periode der mengenmäßige Verbrauch? Zweitens, welchen Wert hat dieser Verbrauch? Und drittens, wie hoch ist der Endbestand als Menge und als Wert? Die letzte Frage ist nur am Rande für die Kostenrechnung relevant, da sie keine Bestandsführung kennt. Die Geschäftsbuchhaltung benötigt jedoch diesen Wert als Endbestand für den Jahresabschluss. Schloss Troller zunächst seine grundlegenden Ausführungen. Kommen wir zum ersten Punkt, der Bestimmung der Verbrauchsmenge. Dieses schauen wir uns am besten an einem Beispiel an, sagte Troller. Zu Beginn einer Periode befinden sich 150 Stück eines Gutes auf Lager. In der Betrachtungsperiode erfolgen zwei Lieferungen über die Belege, zum Beispiel in Form von Rechnungen oder bei Vorlage von Lieferscheinen. Einmal werden 70 Stück geliefert, beim zweiten Mal 90 Stück. Am Ende der Periode werden bei einer Inventur 50 Stück gezählt. Wie hoch war der Verbrauch in der Betrachtungsperiode? Fragte der Controller. 260, platzte es aus Rita heraus. Anerkennend nickte Troller ihr zu, wodurch sich bei Rita ein leichtes Gefühl des Stolzes einstellte. Zahlen sind nun wirklich nicht meine Stärke und dann noch in meinem wirklich nicht fitten Zustand, war Rita über sich selbst erstaunt. Troller führte fort. Wäre nichts verbraucht worden, hätten sich 310 Stück gleich 150 plus 70 plus 90 im Lager befinden müssen. Da sich aber nur noch 50 Stück im Lager befinden, muss die Differenz zwischen 310 Stück und 50 Stück gleich 260 verbraucht worden sein. Es ergibt sich folgender grundsätzlicher Rechenweg. Verbrauch gleich Anfangsbestand plus Zugänge minus Endbestand. Da der Verbrauch nur in Verbindung mit einer Inventur festgestellt werden kann, wird die Methode Inventurverfahren oder Inventurmethode oder auch Befundrechnung genannt. Der Vorteil dieses Verfahrens ist, dass es einfach ist. Es bedarf keiner Lagerbuchführung. Außerdem kann der Periodenverbrauch gleich mit einer Jahresinventur ermittelt werden. Nachteilig ist, da keinerlei Unterlagen vorhanden sind, dass auch keinerlei Aussage über die Verbräuche gemacht werden kann. Das heißt, es kann nicht nachvollzogen werden, wer wann wie viel entnommen hat. Außerdem kann wegen der fehlenden Buchführung kein automatisiertes Bestellverfahren eingerichtet werden, was hinsichtlich der Beschaffung nachteilig ist, schloss Troller. Somit eignet sich das Inventurverfahren wohl nur für Standardartikel wie beispielsweise Büromaterial, die keinen großen Wert haben und schnell beschafft werden können, dachte Rita laut nach. Genau, stimmte Troller ihr zu. Industriebetriebe mit großen und teuren Rohstoffbeständen, die nicht zuletzt aus wirtschaftlichen Gründen ständig einen Überblick über ihre Rohstoffbestände haben müssen, kommen mit dieser Methode nicht weit. Zudem sprechen ökologische Nachhaltigkeitsgründe dafür, dass man als Unternehmen transparent machen sollte, welche Materialien wann verbraucht und in die Produkterstellung eingegangen sind. Dieses lässt sich mit der Entnahmescheinmethode als Alternative zum Inventurverfahren erreichen, die wir auch in der Morgengenuss bei fast allen Materialien nutzen und die als vollständig digitale Lagerbuchführung abläuft. Ja, natürlich digital. Das konnte Rita sich schon denken. Bei der Entnahmescheinrechnung bzw. Entnahmescheinmethode wird von derjenigen Person, die Material entnimmt, quasi als Bezahlung der Person, die Material ausgibt, ein Entnahmeschein zur Dokumentation übergeben. Dieser Entnahmeschein hat folgenden Aufbau, der bei uns im Controlling-System digital hinterlegt ist. Troller warf die Tabelle des Materialentnahmescheins an die Leinwand und erläuterte diesen. Vermerkt wird auf dem Entnahmeschein zunächst die Kostenstelle, die die Entnahme veranlasst und die mit den Kosten belastet wird. Alternativ könnte es sich auch um einen Werkstattauftrag handeln, für den Material entnommen wird, zum Beispiel zur Verlegung einer Stromsteckdose. Es folgt die Eintragung der Materialnummer, unter der das Material in der Materialbuchführung geführt wird.
die textliche Bezeichnung und die entnommene Menge. Die untere Zeile dient der Genehmigung und Bestätigung der Ausgabe, wobei die Unterschriften hierbei digital über ein angeschlossenes Tablet erfolgen. Papierausdrücke werden daher nicht mehr benötigt, resümierte der Controller. Das ist ja wie in einer Kasse, stellte Rita eine Analogie zum privaten Alltagsleben her. So ist es, stimmte ihr Troller zu. Bei jedem Einkauf mit integrierter Lagerbuchführung wird, sobald ein Artikel an der Kasse gescannt wird, die Entnahme aus dem Bestand gebucht und der Lagerbestand aktualisiert. Der Kassenbeleg entspricht dann dem Entnahmeschein. Gut, dass diese Prozesse bei der Morgengenuss digitalisiert sind, erinnerte sich Rita an den gefühlt endlos langen Papierkassenbeleg, den sie beim Kauf ihres letzten Coffee to go bekommen und anschließend achtlos zerknüllt in den nächsten Mülleimer geworfen hatte. Die Datensätze der einzelnen Materialentnahmen werden zentral in der sogenannten Materialbuchführung, die eine Nebenbuchführung ist, verarbeitet. Dabei wird aus Sicherheitsgründen darauf geachtet, dass Materialausgeber und Materialbuchführer nicht ein und dieselbe Person ist, das sogenannte Vier-Augen-Prinzip. Auf diese Weise kann auch ohne Inventur durch Auswertung der Entnahmescheine stets der Verbrauch ermittelt werden. Zudem steht immer eine vom eigentlichen Materialverantwortlichen getrennte Buchführung zur Verfügung, die auf Anforderung sofort den Sollbestand ermitteln kann. Dieser Sollbestand kann dann mit dem tatsächlichen Bestand im Lager, Istbestand, abgeglichen werden. Aufgrund der Angaben in den Entnahmescheinen sind auch Auswertungen bezüglich des Verbrauchsverhaltens möglich. Außerdem kann an die Materialbuchführung ein automatisiertes Bestellverfahren angeschlossen werden, sodass bei Erreichen eines bestimmten Mindestbestandes eine automatische Bestellung ausgelöst wird. An der Umsetzung arbeiten wir jedoch noch in der Morgengenuss. Die Vor- und Nachteile des Entnahmescheinsverfahrens sind umgekehrt die Vor- und Nachteile der Inventurmethode, schloss Troller seine Ausführungen zur Bestimmung der Verbrauchsmenge. Kommen wir zur Bewertung des Materialverbrauchs. Kosten werden regelmäßig in Geldeinheiten erfasst, bei uns in Euro, fuhr der Controller weiter fort. Dazu greifen wir am besten wieder auf unser Eingangsbeispiel zurück und nehmen Folgendes an. Die anfänglich auf Lager befindlichen 150 Stück waren zu 10 Euro pro Stück gekauft worden. Wegen steigender Marktpreise wurden die folgenden 70 Stück zu 11 Euro gekauft und die letzten 90 Stück mussten zu 11,50 Euro pro Stück gekauft werden. Mit welchem Preis soll der Verbrauch von 260 Stück bewertet werden? Blickte Troller Rita fragend an. Räusperte sich diese. Es ist nicht so klar wie beim Inventurverfahren. Meines Erachtens gibt es hier mehrere Lösungen. Genauso ist es, bestätigte der Controller. Der Gesetzgeber lässt dem Bilanzierenden unter gewissen Bedingungen Wahlmöglichkeiten bei der Bewertung des Materialverbrauchs. Zwar sind wir in der Kostenrechnung frei von gesetzlichen Vorschriften, dennoch machen die vom Gesetzgeber eingeräumten Berechnungsmöglichkeiten auch in der Kostenrechnung Sinn. Schauen wir uns zunächst die sogenannte Bewertungsvereinfachungsverfahren an, welche bei der Bewertung von gleichartigen Vermögensgegenständen des Vorratsvermögens herangezogen werden können. Das erste Bewertungsvereinfachungsverfahren ist die Methode des einfachen gewogenen Durchschnitts. Zur Erläuterung des Verfahrens habe ich einmal die Daten unseres Beispiels in Form einer Tabelle aufbereitet. Troller präsentierte Rita die folgende Folie, die er ihr im Anschluss erläuterte. Die Tabelle besteht aus vier Spalten, zunächst einmal dem Vorgang, zweitens der Menge in Stück, drittens Euro pro Stück und viertens Wert in Euro. Kommen wir zu den einzelnen Zeilen. Die erste Zeile besteht aus dem Anfangsbestand von 150 Stück. Bewertet mit 10 Euro pro Stück, dann kommen wir auf einen Gesamtwert von 1.500 Euro. Dann kommt der erste Zugang mit 70 Stück,
zu 11 Euro das Stück macht insgesamt 770 Euro. Der zweite Zugang in Höhe von 90 mal 11,50 Euro macht dann einen Gesamtwert von 1035. Aufaddiert haben wir also eine Menge von 310, die aufaddiert einen Wert von 3305 Euro haben. Kommen wir jetzt zur Erläuterung und Berechnung. Im ersten Schritt werden die Mengen mit dem Wert pro Stück multipliziert, gleichgewichtet oder gewogen. Es entsteht die Spalte Wert in Euro, fuhr Troller fort. Im zweiten Schritt werden die Mengen, Anfangsbestand und Zugänge aufaddiert. Es handelt sich um 310 Stück. In einem weiteren Schritt werden die Werte aufaddiert. Es ergeben sich 3305 Euro für die 310 Stück, was wir eben auch schon in der Tabelle festgestellt haben. Im letzten Schritt des Verfahrens wird der gewogene Durchschnittswert als Division des Summenwertes 3305 Euro durch die dazu passende Menge von 310 Stück ermittelt, was einen Betrag von 10,66 Euro pro Stück ergibt. Bei diesem Wert handelt es sich um einen gerundeten Wert, der sodann benutzt wird, um den Verbrauch zu bewerten, und zwar nach folgender Formel. Kosten gleich Verbrauch mal gewogener Durchschnittswert. In diesem Beispiel 260 Stück mal 10,66 Euro das Stück, kommen wir auf einen gesamten Verbrauch von 2771,60 Euro. Das muss man ihm lassen. Erklären kann er. Und Humor hat er auch, dachte Rita an den gestrigen schönen Abend zurück. Troller holte sie aber mit der nächsten Folie in die Wirklichkeit zurück. Neben dem Verfahren des einfach gewogenen Durchschnitts wird vor allem bei digital gestützten Verfahren der gleitende gewogene Durchschnitt benutzt. Dabei wird der Lagerbestand bei jeder neuen Bewegung neu errechnet, sodass in der Lagerbuchführung ständig ein aktueller Wert vorliegt. Dieses Verfahren verwenden wir auch in der Morgengenuss, stellte der Controller klar. Es sollen weiterhin die Basiswerte unseres kleinen Beispiels gelten, doch sollen die Entnahmen, so wie es beim Entnahmescheinverfahren üblich ist, sofort bei der Entnahme erfasst und im System eingepflegt werden. Es ergibt sich dann folgender Verlauf, den wir uns nun einmal näher anschauen wollen. Wir haben zunächst einmal den Anfangsbestand von 150 Stück. Mal 10 Euro pro Stück kommen wir auf einen Gesamtwert von 1500. Dann kommt der erste Zugang hinzu, 70 Stück zu 11 Euro macht 770 Euro. Die Summe sind dann 220 Stück aufaddiert zu 2270 Euro. Es wird nun ein Durchschnitt gebildet und zwar wie folgt. Die 2270 Euro dividieren wir durch die 220 Stück und dann erhalten wir einen Stückwert von 10,32 Euro, den wir dann im Folgenden ansetzen. Und zwar wie folgt. Zunächst einmal die erste Entnahme zu 100 Stück mit den eben ermittelten 10,32 Euro pro Stück ergibt dann einen Wert von 1031,82 Euro. Der neue Bestand ist dann 120 Stück zu 10,32 Euro, macht 1238,18 Euro. Dann kommen wir zu unserem zweiten Zugang, nämlich 90 Stück mit 11,50 Euro das Stück und dann kommen wir auf einen Wert von 1035 Euro. In der Summe haben wir jetzt 210 Stück. Macht 2273,18 Euro und wir errechnen nun unseren neuen Durchschnitt. Wir dividieren die 2273,18 Euro durch 210 Stück und erhalten dann einen Wert von 10,82 Euro das Stück, den wir im Folgenden dann weiter benutzen. Wir kommen zur zweiten Entnahme, 160 Stück, die wir dann mit den eben ermittelten 10,82 Euro bewerten und bekommen dann einen Wert von 1731,95 Euro. Der neue Bestand ist dann 50 Stück zu
10,82 € macht 541,23. Kommen wir nun kurz zur Erläuterung. Die Zahlen stimmen mit den Zahlen des ursprünglichen Beispiels überein. Verändert wurden nur die Entnahme. Die Gesamtsumme der Entnahme beträgt immer noch 260 Stück, die jedoch in zwei Einzelentnahmen, einmal zu 100 Stück und ein weiteres Mal zu 160 Stück, gespalten wurden. Nach jedem neuen Zugang wird ein neuer gewogener Durchschnittswert nach obigen Rechenverfahren ermittelt. Dieser Wert wird benutzt, um die Entnahme zu bewerten. Für die nächste Runde ergibt sich ein neuer Anfangsbestand mit neuem Anfangswert. Dieser ist wiederum Ausgangspunkt für die nächste Bewertungsrunde, wenn ein neuer Zugang hinzukommt und so weiter. Der jeweilige neue Bestandswert kann auf zweierlei Arten errechnet werden, rechnete Troller vor. Zum einen durch Bewertung des mengenmäßigen Bestands mit dem neu ermittelten Durchschnittswert beim ersten Zwischenbestand von 120 Stück als Bestandswert gleich Menge mal neuer Durchschnittswert, im Beispiel 120 Stück mal 10,32 € das Stück, kommen wir auf einen Gesamtwert von 1238,18 €. Zum anderen durch Subtraktion der mit dem Durchschnittswert bewerteten Entnahmen vom vorherigen Wert des Lagers. Allgemein Bestandswert gleich vorheriger Lagerwert minus Wert der Entnahme, im Beispiel 2270 € minus 1031,82 € macht dann wiederum den Wert von 1238,18 €. Für die Kostenrechnung ergeben sich die Kosten der gesamten Periode als Summe der bewerteten Entnahmen. Allgemein Kosten gleich Summe der bewerteten Entnahmen, im Beispiel 1035 € plus 1731,95 € macht dann einen Verbrauch von 2766,95 €. Troller war wieder in seinem Element. Geschieht die Bewertung des Verbrauchs in Betrieben, die ausschließlich nach Handelsrecht Rechnung legen, oder geschieht die Bewertung des Verbrauchs zu Kostenrechnungszwecken, sind auch weitere Bewertungsverfahren möglich. In der Unternehmenspraxis kommen dabei zumeist die beiden Verbrauchsfolgeverfahren FIFO und LIFO in Betracht. Bei der FIFO-Methode wird unterstellt, dass diejenigen Vermögensgegenstände, die zuerst beschafft wurden, auch zuerst verbraucht werden. First in, first out. Diese Methode wird zum Beispiel bei verderblichen Waren eingesetzt. Greifen wir zur Erläuterung der FIFO-Methode wieder auf die Daten unseres Anwendungsbeispiels zurück. Anfangsbestand waren 150 Stück mal 10 € pro Stück. Haben wir einen Wert von 1500 €. Dann der erste Zugang mit 70 Stück zu 11 € das Stück, haben wir einen Gesamtwert von 770 € und der zweite Zugang 90 Stück zu 11,50 € das Stück macht einen Gesamtwert von 1035 €. Der Endbestand beträgt wiederum 50 Stück. Aus diesen Werten wurde ein Verbrauch von 260 Stück ermittelt. Diese gilt es jetzt in ihrer wertmäßigen Zusammensetzung nach First In, First Out zu beschreiben. Ging Troller zur nächsten Folie über. Wir haben unseren Anfangsbestand 150 Stück mal 10 €, kommen wir wiederum auf einen Wert von 1500 €. Der erste Zugang 70 Stück, dann zu 11 € das Stück, kommen wir auf einen Wert von 770 €. Der zweite Zugang, dann mit 40 zu 11,50 € das Stück, kommen wir auf einen Wert von 460 €. Und die Gesamtkosten, also der Gesamtverbrauch von 260 Stück, wird dann aufaddiert zu einer Gesamtsumme von 2730 €. Kommen wir zur Interpretation. Der Anfangsbestand von 150 Stück zu 10 € das Stück ist bei der unterstellten Verbrauchsfolge sicherlich entnommen worden.
Dies genügt jedoch noch nicht für die verbrauchten 260 Stück. Es fehlen noch 110 Stück. Also wurden sicherlich auch die 70 Stück zu 11 Euro das Stück verbraucht. Insgesamt sind nunmehr 150 Stück plus 70 Stück gleich 220 Stück in ihrer wertmäßigen Zusammensetzung erklärt. Aber es fehlen noch weitere 40 Stück. Diese können letztlich nur noch aus der letzten Lieferung zu 11,50 Euro das Stück stammen. Im Lager befindet sich ein Endbestand von 50 Stück, der nur noch aus Resten der zweiten Lieferung zu 11,50 Euro das Stück bestehen kann, erklärte der Controller die Werte der Tabelle. Und beim LIFO-Verfahren geht es ähnlich nur andersrum, merkte Rita an. Ja, das kann man so sehen, nickte Troller zustimmend. LIFO bedeutet Last In, First Out. Das heißt, was zuletzt geliefert wurde, wird als erstes entnommen. Der Einsatz dieser Methode empfiehlt sich zum Beispiel bei Stapelware. Bei unserem Beispiel gilt es, den Verbrauch von 260 Stück in seiner wertmäßigen Zusammensetzung so zu erklären, dass mit der letzten Lieferung begonnen wird. In den 260 Stück stecken dann also die komplette letzte Lieferung von 90 Stück zu 11,50 Euro, dann 70 Stück zu 11 Euro das Stück und letztlich noch 100 Stück des Anfangsbestandes zu 10 Euro das Stück drin. Am Lager befinden sich dann nur noch 50 Stück, die, da alle neuen Lieferungen verbraucht wurden, nur noch aus dem ursprünglichen Anfangsbestand zu 10 Euro das Stück stammen können. Die derart zusammengesetzten Gesamtkosten für 260 Stück betragen 2.805 Euro, legte Troller den Rechenweg anhand der folgenden Tabelle dar. Wir fangen also hinten an mit dem zweiten Zugang. Das sind 90 Stück zu 11,50 Euro das Stück. Kommen wir auf einen Gesamtwert von 1.035 Euro. Dann der erste Zugang, 70 Stück mit 11 Euro das Stück bewertet, ergibt einen Wert von 770 Euro. Und dann noch den Anfangsbestand von 100 Stück zu 10 Euro das Stück sind genau 1.000 Euro. Und die Gesamtkosten betragen dann 2.805 Euro. Das ist der Verbrauch, nämlich die 260 Stück. Soweit ich es noch in Erinnerung habe, haben wir somit bei den vier Verfahren vier verschiedene Werte bei der Bewertung des Materialverbrauchs herausbekommen, zeigte Rita, dass sie den Berechnungen des Controllers aufmerksam gefolgt war. Dies ist doch bestimmt kein Zufall, oder? Nein, das ist es nicht, schmunzelte Troller und klickte auf folgende Folie weiter. Zusammengefasst hatten wir beim einfachen Durchschnittsverfahren Kosten in Höhe von 2.771,60 Euro, beim Verfahren der gleitenden Durchschnitte Kosten von 2.766,95 Euro, beim FIFO-Verfahren ein Verbrauch von 2.730 Euro und beim LIFO-Verfahren einen Verbrauch von 2.805 Euro. Den niedrigsten Kostenwert liefert das FIFO-Verfahren mit 2.730 Euro. Den höchsten das LIFO-Verfahren mit 2.805 Euro. Wie kommt es zu diesen unterschiedlichen Werten? Fragte Troller und lieferte die Erklärung gleich nach. Bei der Bewertung nach FIFO-Verfahren stecken in den Kosten, also in den bewerteten verbrauchten Mengen, vor allem die früh zu niedrigen Preisen eingekauften Mengen. Hingegen stecken beim LIFO-Verfahren die spät zu höheren Preisen eingekauften Mengen. Bei den Durchschnittsverfahren sind die verbrauchten Mengen zu durchschnittlichen Einkaufspreisen bewertet. Das heißt, es stecken alle Werte von den billigsten bis zu den teuersten Mengen drin. Diese Aussagen gelten jedoch nur, wenn bestimmte abgegrenzte Zeitfenster betrachtet werden. Wird das Lager leer gefahren und werden die Methoden für die Zeit von Lageranfang bis Lagerende angewendet, ergeben sich immer die gleichen Kosten, stellte Troller dar. Ja, und welches Verfahren sollte man denn jetzt nehmen, wollte Rita wissen. Generell sollte man in der Kostenrechnung die Methode auswählen, die am besten zu dem Verbrauchsverhalten der betrachteten Materialien eines Unternehmens passen.
Das bedeutet, dass man unter Umständen für unterschiedliche Güter verschiedene Bewertungsverfahren einsetzen muss. Aber natürlich sollte man dabei auch die Wirtschaftlichkeit des Einsatzes mehrerer gleichzeitig betriebener Verfahren berücksichtigen und mit dem daraus resultierenden Nutzen abwägen. Da bei uns in der Morgengenuss die bei den Verbrauchsfolgeverfahren unterstellten Bedingungen weniger zutreffen und wir über einen relativ hohen Digitalisierungsgrad verfügen, benutzen wir bei allen wichtigen Materialien den gleitenden gewogenen Durchschnitt. Anders sieht es bei dem Gebrauch der im externen Rechnungswesen gesetzlich erlaubten Bewertungswahlrechten aus. Im Regelfall dominieren bilanzpolitische Gründe die Wahl des Einsatzes, weniger betriebswirtschaftliche Gründe. Will der Bilanzierende seine Steuerlast im betrachteten Geschäftsjahr minimieren und einen möglichst niedrigen Gewinn ausweisen, sollte er auf ein Verfahren setzen, das am Periodenende den vergleichsweise niedrigsten Lagerendbestand ermittelt. Möchte er hingegen einen möglichst hohen Gewinn ausweisen, beispielsweise für Verhandlungen mit Kreditgebern, sollte er das Bewertungsverfahren wählen, das einen möglichst hohen Endbestand errechnet. Obgleich die Ermittlung des Lagerendbestands für die Kostenrechnung unerheblich ist, da hier lediglich der Kostenverbrauch von Bedeutung ist, können jedoch bilanzpolitische Erwägungen in die Kostenrechnung reinspielen, wenn man lediglich ein einziges Warenwirtschaftssystem für das interne sowie für das externe Rechnungswesen, wie in vielen Unternehmen üblich, betreibt, erörterte Troller. Rita rauchte der Kopf. Buchhaltung und Bilanzierung lagen ihr noch weniger als Kostenrechnung. Naja, dachte sie, vielleicht komme ich da ja mit der Hilfe von Troller auch noch rein. Eines noch fiel dem Controller abschließend ein. Generell gilt, dass alle vorgestellten Verfahren vergangenheitsorientiert sind. Das heißt, zukünftige Preisveränderungen gehen nicht in die Kosten ein. In Zeiten ständig steigender Preise wird bei den genannten Verfahren nicht durch Berücksichtigung der kommenden Preise sichergestellt, dass verbrauchte Mengen zu neuen, höheren Preisen ersetzt werden können. Damit schloss der Controller der Morgengenuss das Thema Materialkosten. Und damit beenden wir auch die heutige Folge. Ja, abschließend noch ein paar Literaturhinweise. Für einen leichten, guten Einstieg in die Kostenrechnung eignet sich Haberstock. Haberstock, Kostenrechnung 1. Wer tiefer in die Kostenrechnung einsteigen möchte, dem kann ich das Werk von Fandel et al. Empfehlen. Und wer sich mit der Kostenrechnung in Dienstleistungen, speziell Verwaltungsbetrieben, näher befassen möchte, dem sei das Herausgeberwerk Kosten- und Leistungsrechnung von Körner empfohlen. Ja, und wenn Sie mehr zur Kostenrechnung wissen wollen oder zur Betriebswirtschaftslehre insgesamt, dann können Sie sich unsere Lern-App BWL Champion runterladen aus dem App Store oder aus dem Google Play Store und dann alleine oder gemeinsam mit anderen sich weitere Themen der BWL erschließen. Uns finden Sie auf LinkedIn, auf Instagram und auf Facebook. Und unseren Kanal BWL und Controlling Studium finden Sie unter YouTube oder auch als Podcast bei allen gängigen Anbietern wie beispielsweise Spotify, Apple oder Google. Ja, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann würden wir uns über einen Daumen hoch freuen. Aber am besten ist, Sie abonnieren unseren Kanal, dann verpassen Sie keine einzige Folge. Und damit sagen wir danke fürs Zuhören oder Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen oder Wiederhören.